habe wirklich nicht gedacht, dass es so anstrengend wird. Also für mich oder weiß ich nicht, für alle, die mit Robert was zu tun haben. Weißt du, ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass ich was dagegen setzen muss, ihn irgendwie aufzuwecken. Er ist wie Stein. Ja, so kommt es sich wahrscheinlich gerade auch vor. Gregor, wie lange kann das denn noch dauern? Keine Ahnung, das lässt sich nicht sagen. Ich hab gedacht, vielleicht hätten wir Professor Thomas doch operieren lassen sollen. Auf keinen Fall. Dieses Abwarten, das macht mich verrückt. Das menschliche Gehirn hat eine unglaubliche Fähigkeit zur Regeneration. Und du bist dir sicher, dass das auch für die Gefühle gilt? Sicher kann man da nie sein, aber im Vergleich zu anderen Fällen ist das betroffene Areal bei Robert relativ klein. Ja. Ja, ich meine, er hat ja auch seine Erinnerung zurückbekommen, aber von Robert ist nur ein Schatten da. Miriam, es wird hart werden. Aber du brauchst Geduld und darfst an eurer Liebe nicht zweifeln. Anders lässt sich das ja kaum durchstehen. Und außerdem, in diesem Fall ist deine Liebe für ihn besser als jeder chirurgische Eingriff. Ganz bestimmt. Doch. Liebe ist die stärkste Emotion. Wenn etwas zu Robert durchdringen kann, dann das. Hier steckst du. Was machst du da? Ich spüre den Unterschied zwischen Wärme. Licht ist warm. Schatten ist kalt. Ah ja. Nicht besonders aufregend, was? Ehrlich gesagt, nein. Du hättest die Operation lieber gemacht, hm? Stimmt. Sei mir nicht böse, wenn ich dir da gestern so in den Rücken gefallen bin. Ich wünschte, ich könnte dir böse sein. Aber es ist alles wahr, was die Witwe mir erzählt hat. Ich wollte die OP trotzdem. Der Typ ist ein durchgeknallter Professor, der nur seine Hirnelektroden an dir ausprobieren wollte. Regt ihr euch eigentlich so auf? Weil wir uns Sorgen um dich machen, Robert. Es war gut, dass dein Vater ihn weggeschickt hat. Dein Vater hat ihn weggeschickt? Ja, sonst wäre er nie gegangen. Dann hat er mich belogen. Es war das einzig Richtige, was er tun konnte. Meine Frau werden. Nichts ist mehr, wie es war. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, Robert zu lieben, ohne dass etwas zurückkommt. Ohne sein Lachen. Ohne seine Wärme. Komm, Miriam. Vielleicht ist aber auch schon bald alles wieder wie früher. Ich hatte Angst um dich. Das musst du doch verstehen.
Das war deine Angst, nicht meine. Ich kann dich doch nicht in dein Verderben laufen lassen, Robert. Ich bin dein Vater. Ja, und du hast mir meine letzte Chance genommen. Ich leide mit dir, ich fühle mit dir. Ich könnte es nicht ertragen, wenn dir irgendetwas passiert. Mein Gott, du verstehst mich tatsächlich nicht. Ich bin raus aus eurer Welt. Ich würde alles tun, damit du wieder gesund wirst. Das hat man gesehen. Robert, wir werden eine andere Therapie finden. Eines Tages wirst du mir dankbar sein, glaub mir. Ich hatte keine andere Wahl. Ich musste diese Operation mit allen Mitteln verhindern. Du hast verhindert, dass ich jemals wieder etwas fühle. Schön. Kannst du noch links ein bisschen fester? Ja. Besser? Ach, du weißt, seit ich schwanger bin, wird es sowieso immer schlimmer mit meinem Rücken. Oder ist es der Föhn vielleicht? Kann sein. Ha, da. Da ist gut, da. Ja, genau. Sag mal, hast du Robert eigentlich schon gesehen? Nein. Der kann mir nichts mehr fühlen, seit er aus dem Koma aufgewacht ist. Schrecklich. Ich hoffe, er wird wieder so wie früher. Hoffentlich. Alles okay? Habe ich dir wehgetan? Hörst du eigentlich, was ich sag so? Ich habe das Gefühl, ich rede nur mit einer Wand. Entschuldige, ich bin gerade in Gedanken ganz woanders gewesen. Was habe ich gemerkt? Hast du Liebeskummer oder was? Ja und nein. Erzählst du jetzt? Der Pachmeier hat einen anonymen Brief bekommen, dass Felix und ich zusammen sind. Ja und? Offiziell sind wir Geschwister. Das ist Inzest. Ach komm, ihr seid doch gar nicht blutsverwandt. Ja, aber offiziell muss das so sein, sonst ist mein Pass ungültig. Ja, was soll das jetzt heißen, dass ihr euch trennen sollt, oder was? Ja, oder ich muss wieder zurück nach Uganda. Wie ist denn der Pachmeier eigentlich drauf, Na gut, dem werde ich was husten. Was ist denn die Umschmelzung? Tanja hat mir alles erzählt. Sie weiß, dass ich dein Neffe bin. Na, du hast den Klang kennen, dass zwischen dir und mir eine verwandtschaftliche Beziehung besteht. Also hast du es ihr gesagt? Na, bist doch selber schuld, dass sie es gemerkt hat. Unsinn. Nein, den großen Dichter, den klappt man dir halt einfach nicht. Da bist du anders so blöd und schreibst bei dem Theodor Storm ab. Du hast halt nur das eine Buch. Ja, das hat meiner toten Frau gehört. Aber wurscht, das kommt davor, wenn man sie mit fremden Federn schmückt. Das sagt gerade der Richtige. Du hast dir deine Gedichte doch auch von dieser Frau Sonnenbichler schreiben lassen. Das ist ein kleiner Unterschied zwischen den Gedichten von der Sonnenbichlerin und den Gedichten von dem Theodor Storm. Aber das kapierst du nicht, weil du keine Bildung nicht hast. Verstehst du? Und das ist der Unterschied zwischen uns zwei. Das wird die Tanja schon merken. Da gibt's auch noch einen anderen Unterschied. Aber um den zu merken, müsstest du mal in den Spiegel schauen. Moment. Pachmeier! Ja, Freddy. Ja, das lass ich schon einrichten. Ja, Freddy, nix dagegen. Ja. Also nachher, bis dahin. Ja, siehst du das? Liebe hat mit dem Alter nichts zu tun. Das war die Fräulein Tanja. Die hat mich zum Dinner eingeladen. Genau, schaust. Nee, oder?